Ah, das ist das Ding! Ja, Alter! Fußballfieber beim SV Gremberg Humboldt. Aber eigentlich ja in ganz Sportdeutschland. Denn mit 5G und einer KI-gestützten Full-HD-Kamera kann man jeden Sport live übertragen. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch heute bei den Netzgeschichten. Hey, das ist meiner! So, das richtige Fußballgefühl, das kriegt man ja vor allem im Stadion. Jetzt zeigt uns ja die jüngste Vergangenheit, dass beiden Events manche Dinge auch einfach einen Strich durch die Rechnung machen können. Aber das ist erstmal gar kein Problem. Denn mit einem schnellen Netz und einer speziellen Kamera holen wir uns diese Sportevents ganz einfach nach Hause. Ja, nicht immer nur für die großen Jubeln, ne? Genau für die hier gibt's jetzt das Streaming-Angebot von Sporttotal und der Telekom. Johannes, wie funktioniert das denn jetzt genau? Das Schöne an dieser Kamera ist, die beinhaltet eine künstliche Intelligenz. Und mit dieser künstlichen Intelligenz brauchst du quasi gar keinen Regisseur. Das macht die Kamera selbst und selbstständig. Die spannendsten, die interessantesten Szenen werden von der Kamera selbstständig so zusammengemischt, als wäre ein Regisseur dort am Werk. Aber gibt es da nicht auch eine Art Verzögerung? Die Bilder werden über das 5G-Netz der Telekom über eine SIM-Karte in der Kamera auf die Sporttotal-TV-Plattform übertragen. Dort können Fans, die dann nicht am Spielfeld dabei sein können, sich die Spiele live anschauen oder auch als Video on Demand das ganze Spiel im Nachgang. Wenn Sie möchten, auch Highlights. Die Kamera wird einmalig, wie hier in Gremberg beispielsweise, an einem Flutlichtmasten oder am Stadiondach, in der Regel auf Höhe der Mittellinie, installiert. Wir haben dabei Voraussetzungen, dass wir einen gewissen Abstand, eine gewisse Höhe brauchen, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Da gehen also echt eine ganze Menge Daten durch die Luft. Wie schnell 5G wirklich ist, das haben wir euch schon öfter mal erklärt. Alle Videos dazu findet ihr natürlich zum Nachschauen auf unserem Netzgeschichten-Kanal. Für interessierte Vereine gibt es zusätzlich noch ein weiteres Angebot. Sie bekommen Videoanalysen und Trainingsmitschnitte, genau wie die Profis. Schon über 750 Vereine sind auf der Sporttotal-TV-Plattform vertreten. Auch andere Sportarten und Vereine können davon profitieren. In Berlin wird in einem Verein das Ganze zum Beispiel mit Tennis ausprobiert. Handball und Basketball sollen dieses Jahr noch folgen. Na, wie findet ihr das Sporttotal-Angebot? Wäre das vielleicht auch was für euren Heimatverein? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare, und ansonsten gilt wie immer, Kanal abonnieren nicht vergessen, und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder bei den Netzgeschichten. So, auf geht's, zweite Halbzeit. So, Männer, los! Auf, bewegt euch mal! Bewegt euch mal, wild hier!